Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 47 vom Kerbal Space Programm. Ja, laden wir unseren Spielstand, ne? Und dann müssen wir da mal oben schnell rein, bevor der um den Mond schon weggeflogen ist. Und schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir da eine Mondumrundung hin haben, ne? Das war ja letztes Mal schon so ein bisschen tricky. Aber das kriegen wir auch noch hin, ne? So, hier ist er da und wir sind hier. Und wenn wir da gleich hin. Moon Encounter. Ja. Vielleicht sollten wir noch ein ganz klein bisschen vorfliegen, dass wir auf den Moon Encounter kommen, ne? So, da haben wir nämlich schon eine ganz andere Sicht der Dinge, würde ich sagen, ne? Gut, und ich würde das mal hier ansetzen. Da ein Manöver anzusetzen. Mal gucken, was da passiert. Und langsamer werden. Dann reißt es uns gleich da raus. Also so ein hartes Manöver wollte ich eigentlich nicht machen, ne? Manöver, ja, das machen wir mal. Es ist nur die Frage, welches ist das langsamer werden. Ich glaube, der grüne ist das langsamer werden. Ups, das war ein bisschen klein. So. Aber irgendwie sieht das gerade nicht so gut aus. Aber wir hätten einen Mond-Encounter dann. So, und den müssen wir aber jetzt noch verändern. Puh, ich glaube, wir müssen da erst hin, das hat anders keinen Sinn, ne? Was sagt denn unser Navball dazu? Oh, da müssen wir ganz schön viel brennen, ne? Würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal so groß, wie es geht. Ups. So. Hat sich auch nichts geändert in dem Sinne. Okay. Ne, den noch. Der ist jetzt der Entscheidende, ne? Nee, das bringt uns nicht weiter. Ja, ich glaube, wir machen das erstmal so, dass wir da rumkommen und dann müssen wir weiter gucken, wie wir es hinkriegen, ne? 1100 brennen ist natürlich nicht ohne. Wir müssen mal jetzt gerade gucken, wo wir hier das blaue Kreuzlein finden. Da ist es. Stopp. Stabilisieren wir das Ganze. Einmal hier aufmachen, damit wir das sehen. Stage only. Jetzt hätte ich gerne noch mal gerade gesehen, ob wir schon die Dingens aufgemacht haben. Haben wir die Sonnenblenden? Die Sonnenkollektoren haben wir aufgemacht. So, gut. Dann bedeutet das jetzt eigentlich, wir gehen weiter vor, oder? Näher an den Mond ran, ne? Einundvierzig Minuten. Achtundzwanzig Minuten noch. Was ist das hier eigentlich?
Mundperiapsis. Aha. Naja, die wollen wir dann ja auch erst ändern. Gut. Näher ran. Gut. Nochmal schneller ein Stück vor. 6 Minuten, 5 Minuten, 4, 3, 2, langsam. Gut, wir haben das alles. Und müssen dann gleich anfangen zu brennen. Schneller laufen lassen. 50 Sekunden. 30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. So, jetzt muss der da rumkommen, ne? Und hier müssen wir ein bisschen das im Blick haben, ne? Dass das nicht zu wenig ist. Hört sich gerade so an, als ob das Triebwerk nicht mehr in Ordnung ist. Aber ist, glaube ich, noch alles okay, oder? Irgendwas ändert sich auf jeden Fall hier. Aber das, was sich ändern sollte, ist das hier. Und das tut es erstmal nicht. Schwierig. Kommt langsam rum, ne? Aber ganz langsam. Ja, jetzt wird's besser. Okay. Ich lasse es mal so. Weil ich glaube, wir sind erstmal drum rum. Der hat uns auf jeden Fall in der Umlaufbahn. Und das werden wir erstmal so lassen. Und uns was Neues machen. Weil das müssen wir woanders entscheiden noch. Das ist natürlich eine Top-Umlaufbahn. Die passt überhaupt nicht zu dem anderen, ne? Ja, okay. Das ist halt so. Gut. Das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft, ne? Und wir haben auch noch Treibstoff, so ist nicht. Jetzt ist dann die Frage, wo ändern wir das? Dass wir irgendwo mit den anderen ein Rendezvous herstellen können, ne? Schwierig. Wo kreuzen sich die Bahnen? Also im Endeffekt hier irgendwo. Das heißt, ich würde mal Set Target Switch tun. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich hätte gerne ein Manöver geaddet. Ist das da ungefähr? Ja, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist alles nix. Nee. Ich müsste das irgendwie kippen. Ah ja, vielleicht ist das die Sichtweite zum Kippen. Ja. Wahrscheinlich so. Und dann so. Ja, so sieht's doch gar nicht schlecht aus, ne? 695. So, wo ist die Kapsel? Da ist die Kapsel, oder? Deltun V1. Ich will hoffen, dass der da drinnen sitzt. Aber wo sollte es sonst sein, ne?
Die anderen sind hier. Rescue V7. Und sonst ist ja nur noch der Satellit hier am Rumschwirren. Ja. Das ist es doch erstmal, oder? Nächstes Ziel. Okay. Suchen wir uns unseren Punkt. Das blaue wieder. Ist der irgendwo zu sehen hier? Nicht wirklich. Der ist diesmal woanders. Oben oder unten. Ich sehe ihn gar nicht. Doch, da ist er. Oh. Ich will zu schnell vorbei. Und fixieren wird. Und dann müssen wir wieder Zeit vorspulen. Bis wir dahin sind. Fünf Stunden können wir noch mal ein bisschen schneller werden. Dauert noch eine ganze Weile. Vier Stunden. Nur noch drei Stunden. Zwei Stunden. Oh, das rast jetzt schneller runter. Gut. Na, wird sich ja gleich die Ansicht verbessern, ne? Wenn wir tiefer kommen. So, 30 Minuten, 40 Minuten waren das gerade. Gehen auf 30 zu. ...28, 27, bleiben wir mal hier. Zehn Minuten drunter, machen wir mal langsamer. Fünf Minuten, bei drei Minuten gehen wir nochmal langsamer. Und nochmal langsamer. So, unter einer Minute kommen wir jetzt. Und wenn wir dann soweit sind, bei 10 Sekunden gehen wir auf normale Geschwindigkeit. So, und machen wir schon mal Feuer, ne? Gucken wir, dass wir jetzt irgendwie eine Drehung kriegen, die so ist. Sieht gerade irgendwie nicht so aus, dass das positiv wird. Doch, jetzt dreht er sich auch anders. Periapsis wird verdammt klein. Sollte eigentlich nicht so sein, ne? Okay, die kriegen wir nachher auch wieder groß, so ist ja nicht. Aber sie wird jetzt sogar wieder größer, alles klar. Na, das ist ja eine interessante Sache hier mit der Physik und so, ne? So. Stopp. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal in die Nähe gekommen jetzt. Jetzt müssen wir da weiter gucken, ne? Der Punkt kann weg. So, wer ist wo? Deltun ist da.
Welche Bahn ist das denn, wo er da drauf schwirrt? Ist das diese hier? Das ist schwierig zu erkennen. So, das ist erstmal... Machen wir mal ein neues Manöver. Das machen wir nochmal weg und machen nochmal neues. Das ist es, glaube ich, auch nicht. Nochmal weg. Nochmal neues. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal so. Und da muss man ganz schön viel jetzt, denke ich mal, hin und her machen, ne? Tja, ich glaube das nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir noch das Kippen anfangen hier. Wenn man jetzt erkennen könnte, welchen er hat. Das sind wir, ne? Ja, das heißt, wir müssen gucken. Ich glaube, das hier ist die Bahn von dem Deltum. Die ist es nicht. Die ist es. In dem Sinne. Aber wir müssen hier weiter raus. Und wir müssen auch hier eine andere Neigung noch haben. Ja, schwierig. Alles schwierig. Ja, das ist nicht gut. Ne, da bleibt schon so. Ne, das ist alles gut. So. Ja. Gucken wir noch mal. Ja, ich glaube, wir müssen da mehrere Manöver machen. Da kommen wir nicht drum rum, ne? Dann machen wir erstmal das Manöver. Und das ist in 12 Minuten. Das heißt, wir haben noch ein klein bisschen Zeit nur. Da unten ist der Punkt. Und das an und dann müsste es schon so passend sein eigentlich. Gut.
Oh, die Periapsis ist aber schlecht, ne? Ne, da stürzen wir ja schon drauf. Das ist dann schlecht. Da müssen wir nochmal was ändern. Halt rauszoomen. Gibt's noch nicht. Da ist er. Warum rastet der an der einen Stelle ein? Also so sieht es optimal aus, ne? So. So ist prima. Und wir nur hoffen, dass wir das auch hinkriegen. Und prima ist es, weil das wahrscheinlich nicht die richtige Bahn ist, wa? Da haben wir gleich den Satelliten eingefangen, oder wie sehe ich das? Nee, das ist die richtige. Passt schon. Gut, okay. So, da ist es. Und das Ganze startet in 4 Minuten, okay. Zeit etwas schneller laufen lassen. So. Und da geht's los. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Einmal Gas geben. Und Stopp. Okay. Haben wir hingekriegt eigentlich? Das Löschen. Ja, und dann haben wir uns der Sache schon mal angenähert. Wir haben auch noch Treibstoff, ist auch schon mal schön. Also den ersten können wir schon mal auf jeden Fall kriegen. Das wäre ja schon alleine gut, wenn wir die zwei vereinigen würden, die äußeren und die inneren. Okay. Aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge auch schon wieder reichen. Und speichern wir ab. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.